In einem Seitental der Rems liegt Stetten im Remstal. Ein württembergisches Dorf, in dem seit fast einem Jahrtausend Wein angebaut wird. Zu Zeiten des Feudalismus, als Stetten noch eine Ortsherrschaft hatte, war Wein für die Herrschenden ein wichtiges Trink- und Handelsgut. Sie hatten folglich ein großes Interesse an der Pflege des Weinbaus und an einer funktionierenden Verarbeitung der Trauben in ihren Keltern. Eine dieser Keltern, heute als Glockenkelter bekannt, stand seit Hunderten von Jahren am Ende der oberen Gasse, am südöstlichen Rand des Dorfes. 1582 wird sie erstmals urkundlich erwähnt. Dorthin mussten die bis 1815 leibeigenen Weinbauern, die ihre Wengert an den Hängen hinter der Obergasskelter hatten, ihr Lesegut abliefern. Der Transport erfolgte mit Hilfe von Rückentragen, den sogenannten Butten. Transportfahrzeuge gab es früher dafür nicht. Das Pressen des Leseguts erfolgte in der Kelter mit Hilfe von Kelterbäumen, auch Torkeln genannt. Diese anspruchsvollen technischen Konstruktionen nutzen sowohl die Hebel als auch die Schwerkraft, um aus den zertretenen und später geraspelten Trauben den wertvollen Traubenmost zu gewinnen. Vom Traubenmost behielt die Herrschaft den sogenannten Zehnten. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts war die Obergasskelter so baufällig, dass 1786, 3 Jahre vor der Französischen Revolution, ein neues Bauwerk errichtet werden musste. Die seither sogenannte Glockenkelter. Sie wurde eine der schönsten und größten Kelterbauwerke in der Region und besticht vor allem durch ihre eindrucksvolle Dachkonstruktion. Erbauen ließ sie für teures Geld Herzog Karl Eugen, der sich in diesem Schlussstein verewigen ließ. Seine Vorfahren hatten die Stettener Herrschaft und das Schloss rund 100 Jahre vorher gekauft. Wenn er gewusst hätte, dass ihm durch die Folgen der Französischen Revolution wenige Jahrzehnte später die leibeigenen Wengerter und der Zehnte abhanden kommen würden, hätte er sich die Ausgaben vermutlich gespart. Die Glockenkelter war bis 1930 in Betrieb. Ihre Funktion übernahm ab 1931 die Kelter der im selben Jahr gegründeten Weingärtnergenossenschaft. Auch dieses neue Gebäude war vor dem Zweiten Weltkrieg eine der größten und damals modernsten Keltern in Württemberg. Und dann kam das berüchtigte Jahr 33, wo ich also 6 Jahre alt war, als die Partei aufgetreten ist und hat sofort hier in der Glockenkelter Fuß gefasst. Und ich erinnere mich, dass die also sofort, muss ehrlich sagen, tatkräftig da angefangen hat mit Umbauen. Ich bin jahrgangsbedingt mit 10 Jahren ist man in die Hitlerjugend aufgenommen worden. Das heißt für uns als Jahrgang 27, wir sind zu Führers Geburtstag am 20. April 37 in der Hitlerjugend, also in das Jungvolk der Hitlerjugend aufgenommen worden. Es ist dann sofort der Name geprägt worden, HJ Heim. Also die Kelter war das Heim der Hitlerjugend. Ja. Es ist also die Galerie aufgebaut worden und dann noch hinten sind 2 getrennte Räumlichkeiten eingerichtet worden. In einem war die männliche Jungvolk und HJ und auf der anderen Seite, wenn man davor steht, links, war die weibliche, die Jungmädel und BDM. Es war regelmäßig mittwochs, war früher schulfrei. Mhm. Das, was ich über Jahre erhalte, war Heimabend oder Heimnachmittag. Da hat der Zug gehört, also ganz kurz ist immer ein kleines politisches Referat. Also schon ideologische Erziehung. Dann hat unbedingt der Zug gehört, und zwar das ist doch hier stattgefunden, eintreten ist man hier davor auf der Straße, dass man exerziert ist, ein paar Mal vor und zurück bis ein Friedhof raus und wieder rein.
und hat auch ein Marschlied. Man hat auch viele Lieder gelernt, viele Marschlieder. Dazu hat Kirtis Hammer aber dann noch hier oben, dass man die sogenannten Pflichtlieder, die Parteilieder davon, von Blut und Sieg und Tod, die Fahne ist mehr als der Tod. Ein junges Volk steht auf zum Sturm bereit, reißt die Fahne her, Kameraden, wir fielen nah in unsere Zeit, die Zeit der jungen Soldaten und so weiter. Ja. Die Führerschaft war nach dem Prinzip der Partei und der Hitlerjugend. Die Jugend führt sich selber, hieß es da. Und es waren meistens Kerle, auch 2 Jahre älter. Jedes Jahr am letzten Sonntag vom Mai war der Reichsjugendsporttag oder Reichsjugendsportfest. Ja. Die ganz martialische Feier dort, das war am 9. November, wo die ganze Gesellschaft, die ganze Partei ist am Kirchplatz eintreten. Da ist man da rausmarschiert. Die ganze Jugend, also die ganze Hitlerjugend, ist auf der Tribüne gestanden. Und hat dann angefangen wieder von den Kampfliedern. Halt. Mhm. Ja. Und haben ihr dann auch Theaterstücke oder so besucht? Das war mal am 1. Mai, erinnere mich, an einen schönen Tag. Und zwar war das hinter der Kälte, außen. Außen? Ja, erinnere mich. Mhm. An eine Pfefferaufführung. Wobei mich das eigentlich heute noch immer ein bisschen irritiert, warum die den Pfeffer im Dritten Reich so hoch leben lassen hat. Ja. Weil der Pfeffer hat ja gar nicht in das Klischee passt vom Reichsstand, von dem Blut und Boden. Ja, ja, ja. Der hat ja, wenn wir den Geschichtler glauben, der vom Limli, hat ja der seine Saatkartoffeln, wo sein Vater aufs Feld geschickt hat, hat er seine Saatkartoffeln doch in der Wirtschaft im Rissle verscherbelt, um ein Bier. wo noch auf dem Wagen nichts aufgegangen ist. Ja. Wo sein Vater gefragt hat, was so los ist, dann hat der Pfeffer gesagt, Vater, ich glaube, die sind versoffen. Oder das war ja der erste Pazifist. Ja. Kriegsdienst war weiter. Ja, ja, ja. Wo da bei Straßburg am Reiter die Franzosen gegenüber gestanden ist, hat er so die Franzosen lieber geschrieben, sie sollen mit ihrer Schießerei aufheilen. Ja, ja. Da könnte das Gericht auch Glück passieren. Ne? Da ist jeden Monat einmal ein Filmvorführer gekommen, auf dem Auto stand, Kauffilmstelle der NSDAP Württemberg-Holzwolle. Und erst jeden Monat war eine Filmvorführung da. Von Ganghofer, das Schweigen im Walde, oder Luis Trenker, der Berg ruft, wo es in den Krieg reingegangen ist, Ilse Werner, U-Boote westwärts. Also, denn natürlich sind auch Sachen, die bis ins Politische gegangen sind. Der starke Rückhalt der NS-Diktatur in der Bevölkerung war auch dem systematischen Aufbau einer großen Film- und Propagandaindustrie geschuldet. Es wurden mobile Projektoren entwickelt, mit denen über die GAU-Filmstellen die Dörfer des Reiches bespielt werden konnten. Gezeigt wurden überwiegend die erwähnten Unterhaltungsfilme, zu einem geringeren Prozentsatz reine Propagandafilme wie Hitlerjunge Quecks, Jud Süß und die Riefenstahl-Filme Triumph des Willens und Olympia Berlin 1936. Die Nazi-Ideologie wurde überwiegend über die vor den Filmen gezeigten Wochenschauen transportiert. Da muss ich gleich etwas erzählen. Da haben wir also mein Vater mal dazu gebracht, dass er auch mitgeht. Und da ist der Film gekommen, Lombardi Vagabundus, so ähnlich, gell? Lumpaki Vagabundus. Ja. Na, der gesagt, die haben da gut, das ist so, man dreht an dir. Da ist nie mehr in der Kino gegangen. Da war ja in den 30er Jahren, entsteht auch das
das Turner, das Geräteturner hoch. Ja. Und wir haben da keine eigene Turnerhalle gehabt. Dann haben wir auch Vorführungen vom Turner da gemacht. Zum Beispiel erinnere ich mich ganz genau, war einmal die Gauriege von Württemberg, war da zum Turner da. Der Vorstand. War der Kunstmann und der hat vorgestellt, als letzter hat er vorgestellt, und heute ist Karle Deutschland. Und da hat sie mir auch auftreten mit den weißen Kleidern, da haben wir einen Tanz gemacht. Ja. Das weiß ich noch. Und da war auf der Tribüne war ein Rig aufgebaut, ja. Da waren also die Stabilisator fürs ja. Rig. Ja. Die Spannseil auf der Biene. Da war ein Rigturner, da ist der Heidlis gar nicht bis unter das Dach noch geflogen. Ja, bei den ganzen Veranstaltungen, gerade bei den Filmabenden und so weiter, hat man immer ein Fies geflogen. Weil da drinnen war es kalt wie so. Sie hat wohl einen großen einzelnen Ofen aufgestellt und dann vielleicht eine Stunde vorher geheizt. Aber die Kälte war immer eis. Immer eiskalt und man hat immer kalte Füße gehabt. Das war auch das Problem, das Heizen in unsere Räumlichkeiten von der Hitlerjugend. Da hat man vom Jungzug einen gehabt, das war der Heimwart. Und er war verantwortlich für die Heizung. Mhm. Und der hat natürlich kein Heizmaterial gehabt. Und mein Heimwart, das war der Walter Herzog, der schon lange gestorben ist, der ist immer eine Stunde vorher hinter Luft in die Hofkammer und hat eine Art voll Feldkohlenschrade und hat es verbrennt. Kannst du dich erinnern, wo du das erste Mal gewählt bist in der Glockenkeller? Mit 12. 12? Ja. Da bist dann so die Jungmädel. Ja, und da war Irma Hähner unsere Führerin und die Lehrerin von der Diakonie. Und wie haben die Jungmädelführerinnen geheißen oder BDM-Führerin von der Anstalt? Fuchs. Fuchs, das war das Fixle. Fixle, ja. Mhm. Und die hat ganz, ganz prima Sport kennen. Meine Schwester Liesl ist ja noch in den Sport gegangen zu der. Durch das Fixle war mir sehr gut. Und die hat damals schon Gymnastik gemacht, wie man sie fast heute macht. Aber der Sport ist von der Partei gewählt, nicht vom Turnverein? Alles von der Partei. Alles, ja. Und die haben uns ganz, ganz viel Lieder gelernt und wertvolle Sachen. Ja, kannst du noch ein paar Beispiele nennen? Ja. Welche Lieder, die sie da gesungen haben? Ja, im Friedhau zu Bergen. Und wenn alle Brünnlein fließen. Und hohe Nacht der klaren Sterne, die wie weite Brücken stehen. Wenn ich das heute so betrachte, sind vielleicht zwei narzisstische Lieder drin. Bei den Feierlichkeiten in Probe am Saarheim, da hat man das Horstschwessel-Lied schon gesungen. Und da hat man natürlich stramm stehen müssen. In der Kälte, da haben wir immer Handschuhe gestrickt. Und also fürs Winterhilfswerk? Ja. Und da hat man natürlich sich gegenseitig angemacht, wer am meisten abgegeben hat. Der Bittler hat ausgestellt, dass man alte Pullover bei der Frau Hähner abgeben kann und die zieht es auf und die hat es nachher auf so einen harten Gegenstand gesperrt oder aufgewickelt und dann über der Dampfkalte und dann ist das natürlich das Gestrickte ist rausgegangen. Das war eine richtige Wolle. Und von der Wolle hat man noch den Handschuhe und Schal geschickt und alles nach Russland geschickt. Und haben ihr dann von Jungmädel oder BDM auch dann Haussammlungen gemacht fürs Winterhilfswerk, ja. Die Abzeichen verkauft? Ja. Also da sind wir von Haus zu Haus marschiert. Mhm.
Und da hat man immer, hat man genau gewusst, wo man am meisten kriegt. Das ist sehr, sehr gut angekommen. Also wie du das erste Mal in den Glockenkeller gekommen bist, wann das angefangen hat? Ja, da war ich 16. Ich bin in der Obergasse sogar geboren. Ja. Und nachher ja in Gräberweg. Ja. Und wir sind auch da, da sind immer ja die Veranstaltungen gegeben von den Mirsen Mai, ist ja Tag der Einheit oder wie es geheißen, oder? Ja, Tag der Arbeit. Ja, also und dem Erntedankfest, da hat man das Pfefferspiel aufgeführt. Ja, und du bist zuerst bei den Jungmädeln gewesen? Erst bei, wir sind schon beim BDM, hat das ja geheißen, sind wir gewesen. Ja. Jungmädel, das sind ja die ganz junge gewesen, ja, gell? Ja. Aber das ist nicht durch das eigentlich so gekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, dass der Lehrer Haug, bei dem haben wir in der Wohnung, da haben wir gesungen, weil da haben wir beim Pfefferspiel immer wieder gesungen, drunter Mai. Ja. Und da war ich Bärbel und da war Betzners Liesl und die Hilde da, wo bei Seners da gewesen. Ja. Und da Huber. Der hat auch Pfeffer gemacht. Aber du bist jetzt nicht die Frau vom Pfeffer gewesen oder eine Freundin vom Pfeffer? Nein, der hat ja nicht geheiratet. Ja, ja, ja. Der hätte sollen, ja. Und dann hat also da eine Tribüne gehabt? Ja, oder eine Bühne mit Vorhang? Da war richtig eine Bühne. Mhm. Und unten dann ist ja schon ein bisschen ziemlich hoch gewesen. Gleich wenn man reinkommt, ist rechts. Ja, und wie viele Leute haben da reingepasst? Also wo jetzt gerade der Pfeffer aufgeführt worden ist, wie viele Leute sind da gewesen? Wie viel Leute? Ja. Da war es krammelt voll. Wenn ich in der Glockenkelter hier bin, dann kommen mir noch viele, viele Erinnerungen. Vor allen Dingen in der Jugend. Ab 10 Jahren war ich in der Hitlerjugend. Das war der Stolz, dass man da einen Koppel gekriegt hat. Und eine Uniform, da hat man Kleiderkarte gekriegt. War schön. Und viele Erinnerungen waren da. Jedes Jahr ist da meistens von Ostheim auch so ein Fähnlein gekommen. Und die waren dann da und haben da auch geschlafen. Ja. Und da war einer dabei, der Negus, der mir gesagt hat, der ist, wenn der gekommen ist, war der Erste, der ist aufs Dach und hat den Kopfstand gemacht, ganz oben. Aber das war eine Sensation. Und das ist euer Treffpunkt, weil dahin ihre Zimmer geht hier oben auf dem Stockwerk. Ja, bloß wenn Dienst war. Ja. Aber sonst sind wir da eine Reihe auch. Wir sind unter der Tribüne gewesen, wir haben, da sind ja auch so Volksstücke sind ja aufgeführt. Theaterstück, über den Pfeffer von Stücken. Ja, ja, solche Sachen. Und da sind wir in der Reihe und wenn der Film war, wenn es dann nicht ganz so scharf war, dann bin ich meiner Mutter unter dem Mantel und da ist auch reingegangen. Also wir haben den Film, UCs ist damals gelaufen, nicht? Wachs der Bruchpilot. Und Heinz Rühmann. Und der Heinz Rühmann, ja, und lauter solche Filme, die sind halt gelaufen. Es hat ja auch Filme gegeben, wo jetzt für Kinder oder Jugendliche nicht freigegeben sind. Ja, gerade die sind verboten gewesen. Ja. Ab 16. Aha. Und wir waren da erst 13, 14. Ja, und was haben wir noch gemacht? Also, Löcher rein. In den Laden, da haben wir ja beim Schreiner Idler geschafft. Drei Mann. Dann hat man da geschreinert und da habe ich gesehen, dass man in die Astlöcher, dass man die aufbohrt. Ja. Und so Propfen reinmacht. Und dann habe ich so Propfen genommen und bin mittags raus in die Läden da hinten reingemacht, Löcher rein, die Propfen rein, mit Papier, bis das niemand gemerkt hat, dass niemand gesehen hat. Und am Abend sind wir da hinten gestanden, da sind über 3, 4 hätte ich viel mehr geguckt. Das war nicht. Natürlich die negative Seite, das muss man dazu sagen. Vom Hitlerreich haben wir überhaupt kaum zum Spielen gekriegt. Ja, und jetzt nochmal zurück zum Jungvolk. Wir haben Kartoffelkäfer suchen müssen. Wir haben Flugblätter suchen müssen. Also die Alliierte abgeworfen haben? Ja, wir haben Bomben suchen müssen. Haben wir da welche gefunden? Flugblätter? Flugblätter gar nicht, aber Bomben. Also. Ich bin mal auf eurer gestanden, ist schon gemacht, ihr tickt. Oh. Dann sie gesagt, ja, mach ab. Ja, und du hast ja dann auch, sag mal, die Russen oder Russinnen, die da im Krankenhaus geschafft haben, die hast du ja auch mal dann getroffen. Ah, die sind oder? Ja immer da raus. Ja, da oben Gas sind die raus, wenn sie schaffen gegangen sind. Ja, ja. Aber du hast ja vorher erzählt, dass du da dann Russisch geschwätzt hast mit denen. Ja, mit denen, die haben doch mir gespielt da. Ja, aber die haben auch Kinder, sind Kinder mit dabei. Ja, Familie war das. Ja. Und mit den Jungen, das ist Russen. Ja, und was hast du für russische Wörter, was hast du da gehört? Das ist nur Spitzki, aber das Arschloch und die Sachen hast du alles gehört. Ja, das ist und hier, ja, Deutsch. Ja.
Die Zwangsarbeiter sind hergekommen, weil das Katharina-Hospital nach Städte verlegt worden ist. Und da haben sie Leute gebraucht zum Arbeiten. Und das sind russische Familien gewesen, die da einquartiert worden sind. Heißt Familie, das heißt, da sind auch Kinder dabei gewesen? Sind auch Großeltern. Kinder dabei gewesen, ja, Großeltern. Alles, also ganze Familie. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden insgesamt 13,5 Millionen Männer und Frauen zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt oder in den besetzten Gebieten zur Arbeit gezwungen. 4,5 Millionen kamen aus den Ländern der Sowjetunion, die sogenannten Ostarbeiter, 2 Millionen aus Polen, die übrigen aus fast allen europäischen Ländern. Ein Drittel davon waren Frauen. Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter haben überall gearbeitet. In der Landwirtschaft, in der Industrie, bei kommunalen Verwaltungen, in Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen. Ohne ihre Arbeit wäre die deutsche Wirtschaft während des Krieges zusammengebrochen. Eine elementare Rolle spielten sie in der Landwirtschaft, wo sie im Sommer 1944 fast die Hälfte aller Arbeitskräfte stellten. Auch in Städten wurden fast jeder Familie Zwangsarbeitskräfte zugeteilt. Ohne deren Einsatz wären die landwirtschaftliche Produktion und der Weinbau hier zum Erliegen gekommen oder hätten zumindest schweren Schaden genommen. Unsere Russin, die hat Nastja geheißen. Und die hat gut Deutsch können. Wie alt ist die Opfer gewesen? 25. So jung. Und hast du eine Idee, wo die herkommt ist in Russland? Das hat die einmal erzählt, aber ich weiß es nicht mehr. Aber nicht weit drinnen. Das haben wir, wir sind ja damals in die Schule gegangen. Das hat man noch in der Schule, wenn man den Atlas hergeht, das ist da, dann ist die Nastja her. Ob sie noch direkt von der Stadt bleibt, also ich weiß das nicht mehr. Ja, die, und ab wann hin ihr die Russin kennt? Weißt du das noch, in welchem Jahr? Da, die waren nicht ständig bei uns. Aber unser Nachbar war der Ortsbauer Vierer, der Schlegel. Ja. Und der ist jetzt auch gut befreundet mit meiner Leitgewehr. Und wenn die Russenweiber, so hat man damals gesagt, ich hätte mir nicht getraut, eine Russenweiber zu sagen. Wenn der freigeht, hat er mir angeschrieben, Emile, schon so Mutter gewesen, brauchst du einfach. Da wird Nastja da. Ha ja, wenn sie es frei hat, dann kommen. Dann hat es dir ausgeht vom Essen, gell? Ja, und die Nastja, wo ist die untergebracht gewesen? In der Glockenkelder. Die ist in der Glockenkelder? In der Glockenkelder. Und wie viele Leute sind das ungefähr gewesen? Na, es sind keine 25 Leute gewesen. Ja, und wann hast du die erste Begegnung gehabt mit denen? Ja, also die erste Begegnung, das war vielleicht 1944, genau kann ich mich daran erinnern. Und die Leute haben sich ruhig verhalten da, hat also keine Ärschen und nichts gehabt. Die sind morgens sind sie ins Krankenhaus raus und haben dort geschafft. Und abends sind sie wieder gekommen und die Kinder sind auch mit raus. Und weißt du, was die geschafft haben im Krankenhaus? Da habe ich keine Ahnung, was sie geschafft haben. Und die alten Leute, sind die dann auch mit oder sind die dann da? Die sind da geblieben. Ja. Ja, da ist eine Frau dabei gewesen, die war vielleicht 70. Ja. Und ja, die hat, wenn Fliegeralarm war, da hat die immer Angst gehabt, da ist sie also in Deckung gegangen. Die hat sich schon auskennt. Und hast du irgendeine Idee, wo die genau herkommen sind? Ja, die meisten aus Mittelrussland. Und war aber auch eine Familie da aus Finnland. Ja. Also da war Oma da und ihr Sohn und ihr Tochter. Die haben auch im Krankenhaus geschafft. Ja, und hast du mal mit denen geschwätzt? Mit denen euch verständigt? Die haben uns immer ab und zu beim Schaffen geholfen. Also der Finnin, ihr Sohn, der Oma, ihr Sohn, hat uns geholfen beim Schaffen. Ja, also
nach dem Kriegsschluss nach, weil da sind sie noch vielleicht noch 3 Wochen oder so da gewesen. Ja. Und nachher da ist mit dem Smeyer und hat uns geholfen. Und, ja, und der hat dann was zum Essen gekriegt? Oder? Ja, sicher hat man mal verkistigt, wenn er bei uns war. Ja. Die sind auch zu uns ins Haus gekommen. Ja. Die haben immer Mut und haben, also, die Wärter, die da immer da waren, die haben es eigentlich nicht verboten, dass man an die Wurst verkauft, aber sie haben gesagt, man soll es lassen, nicht? Man soll vorhin Wurst verkaufen. Aber man hat es noch ohne Weg gemacht. Ja, man hat es ohne Weg. Ja, und das heißt, das haben die dann ein Geld gehabt, dass ich den Wurst dann zahlen kann? Geld gehabt, ja. Ja, und man hat halt einen ortsüblichen Preis verlangt, nicht? Also, ja, und wenn du jetzt sagst Wärter, also das sind Leute, die auf dich aufpasst haben. Ja, das sind 2 pensionierte Malermeister, sind da im Wechsel von 8 Tagen sind hergekommen und haben auf die Leute aufpasst. Ja, also da war ein Mädchen dabei mit vielleicht 12 Jahren und die hat uns beim Herbst geholfen. Und wir haben hinter dem Haus immer die Rebschere abgelegt, immer haben wir es, ja. Und dann haben die mal gefehlt. Und dann haben wir gewusst, wo die nahegekommen sind. Und dann haben wir vermutet, ja, das muss, die Rebschere muss das Mädchen wecken. Und dann haben sie mal darauf angesprochen und haben gesagt, Balina Zapzarab, weil Zapzarab heißt ja Stähle, nicht? Ja. Und am nächsten Tag waren die Schere wieder da. Aber wenn du jetzt sagst Balina, das heißt, den Namen hast du kennt? Der Vorname war Balina, ja. Aber der Nachname natürlich nicht. Ja. Und hast du noch andere Vornamen? Kannst du dich noch andere Vornamen erinnern? Nein, die andere. Nein, da können wir nicht mehr erinnern. Die Jahre zuvor, ja, als ich allein war, hatte ich von den gefangenen, halb verhungerten Russen, die ja in der Klugerkelter waren, einen Mann gebeten, die sind ja immer in meinem Haus vorbeigekommen. Und also der hat schrecklich ausgesehen. Mussten unter unvorstellbaren primitiven Umständen in der alten Klugerkelter hausen. Jetzt hat er mir mal gesagt, ob er mir nicht mein Holzspäl spalten tät. Und der hat also nach der Arbeit mir das gespaltet. Er war sehr dankbar, wenn er sich nachher dabei einmal satt essen konnte. Die haben ja kaum was zum Essen gekriegt. Gell? Ja. Mussten noch laufen. Also schauerlich. Ja, wie viele Personen sind das auf der Quelle? Vielleicht 30 oder so. Also auf jeden Fall haben die betteln müssen. Also ist ja niemand zuständig gewesen, dass er für die gesorgt hat. Ja. Wenn man sie schon da hat als Zwangsarbeiter oder als. Ja. Das war also praktisch auch nicht gerade Humanität oder so. Aber offiziell von der Partei her ist es schon so gewesen, dass man eigentlich keinen Kontakt zu denen hätte. Ja, das, die Wachleute haben das immer gesagt, nicht? Aber da ist ja nichts passiert. Nicht? Also, wir haben uns da nicht drum gekümmert. Nicht? Ja, ja. Und nach dem Krieg, da sind sie noch vielleicht noch 4 Wochen oder so da gewesen. Und dann sind sie wieder weggekommen nach Russland. Und du hast aber keine Idee, was aus denen geworden ist? Keine Ahnung, wir haben keine Verbindung gehabt. Ja. Eine Frau war dabei, die hat Deutsch gesprochen, nicht? Mit der hat man sich unterhalten können. Aber mit den anderen, da war es noch so schlecht. So schwierig. Du hast jetzt gerade erzählt, nicht, dass dann die Amerikaner gekommen sind und dass du da an der Glockenkeller vorbei bist. Ja. Hast du die dann danach nochmal gesehen? Weißt, sind die noch da gewesen? Die sind, was ist aus denen geworden? Die sind nach ein paar Tagen. Trotzdem, die sind nicht mehr da. Aha. Du hast aber keine Idee. Und wie die gekommen sind, weiß kein Mensch. Also die Nastja ist dann nicht auch noch mal gekommen zu euch? Nein, gesagt, die Nastja ist noch mal da gewesen. Ja. Die ist noch mal da gewesen und hat aber geheilt. Ja. Und die hat gesagt, ich komme mit Sicherheit, wenn der Krieg aus ist, wieder zurück. Ich halt nicht gekommen. Es hat sich ja nachher herausgestellt, dass sie die Alien-Transporter reinhängen nach Sibirien, alle in die Luft jagt. Nach ihrer Befreiung 1945 wurden über 10 Millionen Sklaven, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, in ihre Heimatländer zurückgebracht. Darunter auch die in Städten Eingesetzten. Viele machten sich auf eigene Faust auf den Heimweg. Eine kaum zu bewältigende Aufgabe für diese zerstörten Länder. Zurück in der Heimat wurden sie nicht immer wohlwollend aufgenommen.
In der Sowjetunion wurden sie als Kollaborateure und mögliche Landesverräter angesehen und von Stalin in Arbeitslager deportiert. Millionen, die den deutschen Faschismus überlebt hatten, fanden dort den Tod. Du kennst ja das Beispiel vom Großvater und vom Engele. Nein. Da hat Engele gefragt, Opa, wo ist denn der Deutschland auf einem Globus? Da hat der Opa gesagt, guck mal, das ganz kleine Ding da. Da hat der Engel gefragt, ja, Opa, hat es der Hitler nicht gewusst, dass das so gleich ist? Das sagt eigentlich alles nicht. Die Kälte, die war ja verwaist. Und dann ist auch hier der Turnfrei, der Heiliskerle, ja. Also der Turnvater, kann man sagen, von Städte, hat hier mit seinen Jungen angefangen wieder zum Trainieren. Und in der Zeit ist man halt immer da raus und hat da zugeguckt. Da war es aber eiskalt, in den Leibrinnen gehen und nichts, da war nichts. Aber hier war die Wiege wieder vom Turnen. Älteste von 8 Kindern und geboren bin ich in Bleitschlag, Kreis Prachatitz im Böhmerwald, mhm. Und bin mit 5,5 Jahren sind wir praktisch ausgewiesen worden aus Bleitschlag und das war so, was man praktisch innerhalb von 2 Stunden in mir sind Tscheche gekommen und dann hat es geheißen, innerhalb von 2 Stunden müssen wir mit 20 Kilo auf dem Rathausplatz ständen in Bleitschlag da und nach Himmel gegangen müssen. Und mein Vater war ja zu der Zeit in Kriegsgefangenschaft, also dann ist meine Mutter mit uns 2 kleinen Mädchen, die hat halb packen müssen und und da sind wir mit dem Zug bis Ulm gekommen und da sind wir im Lager gewesen. Das war ein ganz tolles Lager für uns Kinder. Mhm. 4 Stück Bitte und wir sind im obersten gewesen. Mhm. Und uns 2 Mädchen hat man immer suchen müssen, weil das ein riesiges Lager war und wir sind halt immer fort. Und, in Ulm im Lager, das Mal ist ein Mann auf uns zugekommen und hat gesagt, ich bin euer Vater. Ach, und den haben wir gar nicht willen. Den, weil wir haben den seither mit unserem Vater nicht kennt. Mhm. Und von Ulm sind wir nach Waiblingen ins Lager gekommen. Auch in Ulm sind wir also täglich entlaust worden. Mhm. Immer mit so weißem Zeug. Mit so einem Pulver? Ja, mit so einem Pulver entlaust worden. Elle, also nicht mir. Mhm. Und das Waiblingen, das war direkt an der Bundesstraße, wo früher die Gewächshäuser gestanden sind vom Minz, der Firma Minz. Ja, also da in der Nähe vom Bauhof? Da sind die Lager gestanden. Da sind Lager gestanden. Ja. Und von dort hat es noch Häuser, jetzt wird man verteilt. Und wir sind nach Städte gekommen und meine Großmutter, die sind nach Birkenzweiler gekommen. Mhm. Das war auch ganz arg schlimm, weil man auseinandergerissen worden ist. Mhm. Und dann sind wir von dort sind wir noch in Dinkelgasse gekommen, bei Hannemanns waren wir da, das war so ein Gleishäusle und da war ein Altzimmer drin. Und in welchem Monat ist das gewesen? Im April. April 46? Ja, 46. Ja, genau. Und die Hannemanns haben nicht Hurra geschrien, wo ihr gekommen seid? Nein, aber ist auch verständlich, wir haben Zeiten zugewiesen gekriegt. In dem Häusle haben wir gar nicht kochen dürfen, nichts. Wir haben in die Küche runter müssen zu der alten Frau Hannemann. Ja. Und da haben wir Zeit dazu gewiesen gekriegt, wenn wir nicht hin dürfen. Ja. Und unser Vater hat ja noch bei der Elma Schaffer angefangen. Wisst ihr, wo die Elma war? Wo der Busch jetzt ist? Ja, ja. Oben in der Bundesstraße. Ja. Wir sind mit dem leeren Wägele, meine Schwester und ich mit dem leeren Wägele zur Elma reingefahren. Der Vater hat es gefühlt, Wägele, und dann sind wir mit dem vollen Wägele nach Städte. Als 8- oder 10-Jährige? Als, ja. Ja, so? Ja, 7, 8-Jährige. Ah, ja. Sind wir noch. Haben wir das Holz empfangen. Ja. Das hat ja die Dings gehört, die Amerikaner gehört. Und da haben wir, meine Schwester und ich, bei der Weihnachtsfeier, das erste, haben wir
das vergesse ich nie, so ein toller Pudding gekriegt. Mhm. Also so Schokolade oder Vanille? Vanillepudding, ja. Also etwas ganz Tolles. Also, und mein Vater hat jedes Jahr immer ein Holzpuppe gekriegt zu Weihnachten. Mhm. Und die ist jedes Jahr im November ist die weggekommen. Mhm. Und dann ist sie frisch angestrichen worden und frisch gemacht worden, wieder schön. Da hat einer das kennen, ja, wunderschön wieder anmalen. Mhm. Und die haben wir zu Weihnachten immer wieder gekriegt. Mhm. Meine Schwester und ich immer. Ja. 2 Jahre die haben wir da gewohnt. Ja. Und dann sind wir in den Lagerkeller gekommen? Ja, und dann sind wir da rausgekommen. Ja. Ja. Und dann sind wir hier in das Zimmer sind wir da reingekommen? Da, in die Wohnung sind wir reingekommen. Ja. Ich habe ja gesagt, vorne, wenn man reingekommen ist zu dir, da lang in meine Eltern geschlafen. Mhm. Also das die haben separat, ja? Ja, das war so abteilt mit so. Mhm. Reiterverschlag. Ja. Und auch da ist der große Tisch gestanden, mhm, und hinter ist der Herd gestanden, weil ja, der hat ja ausgemessen zum Fenster. Ja, mit dem Ofenrohr. Ja. Und von Weißers ist es rübergekommen. Man hat immer fast 10 Meter Ofenrohr gehabt zum Putzen. Aha. Von Weißers. Und, und da war die Küche. Aha. So ein Herd haben wir halt gehabt. Da ist unten, hat ein Feuer gemacht. Aha. Und, also mit Grälen dann auch? Mit Grälen, ja. Und oben noch das dickere Holz reingelegt, mhm, und auch da der Topf drauf gesetzt. Ja. Und da auch, und das war das Wasserschiff. Aha. Da hast du noch, dass man immer ein bisschen Wasser geht, warm Wasser geht hat. Ach so. Und da hast du noch ein kleines bisschen Wasser packen können drin. Ja, also oder eine Umschlagform oder so. Aber das Gleis halt. Ja. Genau. Auf dem Boden bist du genäht und hast da hast du gespielt. Mhm. Und dann irgendwo, das hat meine Mutter noch gesagt, von irgendjemand haben wir noch ein Hockerl gekriegt. Mhm. Und dann ist es leichter geworden, wenn man noch hat, nicht mehr auf dem Boden genommen ist zum Spielen. Und was meine Mutter halt oft sagt, das war so strenge Winter damals, da, wo wir da waren. Mhm. Morgens, also die Leute hier sind fast alle immer noch gefroren gewesen. Also richtig steif gefroren? Ja. Auf dem, wo man geschlafen hat praktisch. Also, ja, und sind ja da nie krank geworden? Ja, war Freilich ist man krank gewesen, aber ist halt so besser. Also die Nase ist immer gelaufen. Ja. So. Sowieso. Ich sage, wo es noch geheißen hat, mit so vielen Kindern, wir kriegen da draußen, wir können den Bauplatz kaufen, das war. Wann ist das gewesen? 57. 57, also so lang? 10 Jahre. 10 Jahre. 10 Jahre sind wir da gewesen. Ja. Und es ist ein schönes Rässchen, oder? Ja. Also auch abgespart einfach? Ja, natürlich. Und hin ja auch, wie jetzt andere Familien, wo vertrieben worden sind, die haben sich ja gegenseitig geholfen dann beim Hausbau. Also das ist bei euch auch so gewesen? Nein, wir haben niemanden da gehabt. Wir haben sonst gar niemanden gehabt. Das war bei meinem Mann in Rommelshausen war das so. Das ist die ganze Verwandtschaft ist da zusammen gewesen. Ja. Und da haben sie alle Häuser nach dem anderen aufgezogen. Mhm. Miteinander aufgezogen. Samstag, Sonntag geschafft. Mhm. Immer bis die Polizei gekommen ist. Mhm. So, Und wir haben niemanden gehabt. Aha. Und das ist meine Mutter ihr im Winter. Meine Mutter ihr. Wir haben halt unsere Tage, wo wir sie praktisch leben müssen. Also die Wärme von der Heizung, da kommt sie nicht drüber weg. Dass alles warm ist. Mhm. Das ist das Schönste, was es für die gibt, für meine Mutter gibt. Das Schönste. Ja. Hier in der Glockenkelter, wohin da euer Wasser hergeht? Ja, da war. Jetzt weiß ich nicht. Also, der Rudi hat gestern gesagt, Fort Malcharex und der deutsche Wasser. Der Wasserhahn im Besen. Ja, Wasserhahn. Ja, da haben wir es auftragen müssen. Ja. Also, ich erinnere mich dann auch hier gewaschen. Ja. Alles. Und wenn er mal baden hin will oder so, wo sind wir da gegangen? Ja, unten ist ja Wäschküche gewesen. Ja. Wenn man reinkommt, nach Malcharex, da ist ja Wäschküche gewesen. Ein großer Raum war da. Mhm. Und da war so ein Zinkbad, so ein Zinkwand drin. Ja, ja. Und da hat man, wenn da halt gerade mal niemand drin war, dann hast du da mal baden dürfen. Aha. Und dort ist da auch ein Wäschbottich noch gestanden in der Wäschküche, also zum Kleiderwäschen? Ja. Und das hat ja ihre Mutter dann alles für die ganze 8 Leute. Ja. Und wir haben immer noch gemessen, dort Krälen. Da ist immer sauber gewesen. Von der Hof haben wir immer das dürfen. Ja. Das immer dürfen. Da ist immer so ein großer
Tag auf dem Herzgestände immer gekocht, immer bei Wisch gekocht. Immer. Und wie ist das Verhältnis gewesen zu den anderen Familien im in der Glockenkelder? Eigentlich haben wir uns gut verstanden. Ja, also, ja. Wir haben es vorher zum Rudi gesagt, das war ja bloß so zu den Wind. Ja. Gell? Also, hast du alles mitgekriegt? Ja. Und das ist, ich weiß nicht, das höre ich heute noch, wie einer immer gestrichen hat: Oma, ich will ein Schmalzbrot mit viel Zwiebel drauf. Das hast du immer gehört und der ist. Oft hat er Hunger gehabt, ja. Das hat er immer wollen. Ja. Ja. Also von den Weißers dann ja. Im Buhr. Ja. Ja. Ja, mit viel Zwiebel drauf. Schmalzbrot. Ja, ja. Mhm. Hast halt aus Brot nicht gekriegt, mit Hunger gehabt hast, gell? Ja. Hast halt so und so viele Scheiben gekriegt oder zwei. Und dann ist, was ich immer noch empfinde, bei mir ist Brot etwas Heiliges. Das ist. Und vor allem muss bei uns immer Brot im Haus sein. Ja. Weil ich hätte damals so gern Brot gegessen. Und wir haben das einfach nicht gekriegt. Und wegen dem ist das bei mir immer ein Brotschweigschmesser. Das gibt's. Wie ist das Verhältnis jetzt zu der Nachbarschaft hier drumherum? Mit Gregorius sind wir ja. Die sind prima. In der Kälte aus und eingegangen, ja, die Junge. Ah, ja. Ja. Da ist mit mir in die Schule gegangen. Und wie ist das noch gewesen, wo Sie in die Schule gekommen sind? In meinem ersten Zeugnis dort drin, Anna ist ein begabtes Kind, aber sie muss sich mit der Sprache besser in die Gemeinschaft einfügen. Wir sind richtige Bäuer, also von der Sprache her. Ja. Also ihr habt ihren Bämerwald-Dialekt geschwätzt. Das ist richtig bayerisch. Ja, und wie ist es jetzt mit den Mitschülerinnen und Mitschülern gewesen? Sind da irgendwie gecancelt worden oder? Am Anfang schon von der Kleidung her ein bisschen und so. Wir sind halt nicht so angezogen gewesen wie die Städtermann Mädchen. Es war halt am Anfang eine Weile. Ja, dass man sie als Kälterbandite bezeichnet hat. Ja, weil wir viele Kinder waren. Ja, ja. Das, weil wenn da die aufgegangen ist, dann hat es halt immer gruselig. Gell? Da ist nicht alles noch rausgekommen, das sind halt immer. Sie rausputzen. Praktisch, wenn Kinder auf die Welt gekommen sind, wir sind in dem Raum gelegen und das hat halt alles mitgekriegt. Da hat man die Fräulein Schnell geholt von Polster und dann ist die gekommen und die hat halt geholfen. Ja. Schnelle, hätten Sie doch geglaubt. Schnelle, genau. Ja, wisst ihr das auch noch? Ja, die, das sind ein paar ledige Schwestern gewesen. Ja, ja. Schnell. Und das war Heber. Ja, die ist ja legendär, die hat ja auch Kinder zur Welt gebracht. Ja. Und die war auch oft bei uns, öfters bei uns. Man hast da die Betten stehen gehabt, da bist du also so rüber. Das eine Bett, da war die Rotraut, der Helmut und der Werner drin. Ja. Die drei. Der Dieter hat in dem Tag, das sind also zwei Betten so gestanden, ja, und alles quer. Ja. Meine Mutter in einem Bett und dann ein Gang dazwischen. Da ist der Vater nachher im Bett drin gewesen. Das Bett also zwischen dem Gang halt. Da waren also 7, 8 Personen da und 9 da. Ja. Aber wenn man jetzt überlegt, dass da 7 Leute in einem Raum geschlafen haben über Jahre, ich meine, hat es da nicht also Probleme gegeben, jetzt im zwischenmenschlichen Bereich, und man hat ja auch alles mitgekriegt. Ja gut, das war so, das also war eingelegen. Ihre Eltern, wie alt sind die damals gewesen, wo ihr gekommen seid? Die waren 40 Jahre alt. 40, 42. Ja, aber haben die jetzt zum Beispiel keine sexuelle Beziehung mehr gehabt, weißt du, oder hat man das dann mitgekriegt? Da sind wir gar nicht dahinter gekommen, das habe ich mir auch schon lange überlegt. Ja. Ich habe noch ein Bild, wo sie da, wo im Sommer da draußen sind, viel mit dem Rad weggefahren und so weiter, wahrscheinlich, wenn wir nicht daheim waren. Ah ja. Ja, gut. Weil tagsüber war die Bude leer, da sind wir immer auf Achse gewesen. Ja. Und haben ihr dann da hin eine Heizung gehabt? Nee, da war keine Heizung, da ist der Herd gestanden. Aha. Das war die einzige Heizung im Winter auch. Da.
Und dann das Rohr halt da rein. Aha. Und da hinten ist gar nicht kalt so. Ist gar nicht kalt. Aha. Das ist da in der Richtung. Und Kochstelle ist auf dem Herd gewesen. Das war Koch. Koch und ja, also Heizherd. Zum Heiz und Kochherd. Ah, ja. War da drin. Und deine Mutter hat, also sind da zwei Kochplatten drauf, also da hat deine Mutter dann für 11 Leute gekocht? Für alle 11, ja. Und dann hat er hier noch von den Bauern noch zusätzlich was organisiert oder nebenaus ein bisschen was? Selber organisiert. Selber organisiert. Da sind wir nachts, sind wir dann los und haben halt geguckt, wo man was zum Essen gekriegt hat. Ja, ja. Jeder hat es ja geheißen, die Flüchtlinge lauern. Ja, ja. Aber die haben nur geglaubt, weil sie ja nichts zum Fressen gehabt haben. Ja, und dahinter ja ihre eigene Obstbaumkette, also unter euch aufteilt. Also mir nicht, das waren die Kleinen schon. Die Kleinen. Der Helmut und der Werni. Nicht? Die haben gesagt, kannst doch mal meine Beine nicht holen und so weiter. Und das ist natürlich. Klar, die sind raus in die Wiese und umeinander gelaufen. Ah. Das war ja wie soll man sagen, wie im Paradies. Nicht? Im Paradies, ja. Da haben sie. Ja, und du hast Kartoffeln. Du hast, ich glaube, das Einzige, was meine Mutter einmal gekriegt hat, vom Heiland da in der oberen Gasse, wo es was gegeben hat, aber sonst hat es da eigentlich. Hat's nichts gegeben. Ja, und mit dem Wäschwäscher, wie hat er das gemacht? Ja, das ist da. Da ist ein Wäschkistlein. Ja, drüber war ein großer, da hat man sich auch gewaschen. Ja, ja. Und wieder hier in der Waschschüssel. Ja. Und so, oder draußen, da war so ein langes Waschbecken, haben sie da hingestellt. Mhm. Und jetzt war ein, zwei Wasser hin. Mhm. Und da ist sie halt da draußen, aber meistens halt hier in der Waschküche, ja. in der Waschschüssel drin. Ja, ja. 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 Und jetzt hast du vorher was erzählt von den Ratten, ja. Also dass da Ratten auch im Haus geht, also oder in der Kälter. Ding. Die Ratten haben in dieser Decke drin gehaust. Nicht? Und weil hier warm war, geheizt, im Winter haben die Schwänze darunter gehängt. Und das ist aber das ganze Ding entlang gegangen. Ja. Zwischen diesen Balken hier. Aha. Nicht? Ja. Und die sind so lange runtergekommen. Und mein Vater hat sich da, mein Schlosser war er, da so ein Ding gemacht, ein Blech, aha, Messer scharf vorne und einen Stiel ran und dann. Und das, die haben dann Geschreul auslassen und weg waren sie, weißt du, so. Und sind auch nicht mehr gekommen, nachher, ja, weißt ja. Wir sind, also meine Frau und ich, wir sind auch am 1. August draußen einzogen, 1955, mhm, und mein Vater und die sind am 15. August einzogen. 55. Mhm. Ja. Wir sind also sind wir praktisch 9 Jahre drin. Wir sind 9 Jahre drin gewesen. Ja. Ja. 9 Jahre. Ja. Die haben für uns keine Wohnung gefunden. Ja, das war eine große Leute. Wir haben in der Tschechei gewohnt, in Ottendorf. Auf Deutsch, Ocice auf Tschechisch. Und das war in der Nähe von wo? Troppau, Opava. Mhm. Und mein Vater war Walzenführer. Er hat Straßenbau gemacht. Wir waren 4 Kinder. Wissen Sie noch, wann das ungefähr war, als Sie hier in Städten angekommen seid? Na, ich weiß nicht, welchen Monat. War das schon 46 dann? Nein, das war noch 45. Noch 45. Ja. Ich wollte zur Schule gehen. Und der Oberlehrer wollte mich nicht lassen. Da habe ich als Hilfsarbeiter die Straßen gefegt und die Tonnen ausgemacht. Und da habe ich mit den Amerikanern gesprochen, mit den Soldaten gesprochen und ich wollte immer Zahnarzt werden. Und die haben mir gesagt, du kannst Zahnarzt werden in Amerika. Hier wollten sie mich nicht in die Schule lassen. Aber die sagen, in Amerika kannst du die Schule fertig machen. Ja, und haben Sie Englisch gesprochen? Nein. Und die Amerikaner haben viele Flüchtlinge angenommen. Ja. Mein Herr hat ja eine Nummer gehabt, bin ich in 1951 ausgewandert. Mhm. Und nach Amerika gekommen. Und jetzt ist, du musst unterschreiben, dass du Soldat, wenn sie dich rufen, dass du gehst. Ne? Und wie war das Verhältnis zur Dorfjugend? Zur? Zur Dorfjugend hier. Also
zu den Einheimischen? Die haben mit uns nichts gemacht. Nichts? Nichts zu tun gehabt. Wir haben da waren Stetten hat einen Turnverein gehabt. Ja. Und die haben hier geturnt. Die haben die Links hier gehabt. Fahren und Reck und so. Alles. Ja. Aber die Jungs. Mit euch keinen Kontakt? Nein, meine Schwester, mit den pflichtigen Jungen, ja. Mhm. Da waren einer, der die Augen verloren hat, weil er eine Kanonenkugel aufgemacht hat. Nicht? Und so. Frau Ebersbecher, ja. Kennen Sie? Ja. Die hat neben. Die hat dreht dann gewohnt, ja. Neben dem Kelter. Ja, ja. Frau Ebersbecher hat uns manchmal. Sie war arm. Sie hat zwei Mädchen gehabt, glaube ich. Oder? Mhm. Und sie hat uns. Die haben sich gut ausgedrückt. Und sie hat ihr vielmals was zum Essen gegeben. Mhm. Ich weiß nicht, wo sie es her hatte. Ob sie, da kamen Pakete, da kamen Pakete von Amerika. Care-Pakete? Die Kirche, die war protestantisch, wir waren Katholiken. Wir waren katholisch, ja. Die Protestanten haben, auch hiesige haben Pakete von der Kirche bekommen. Mhm. Und wir nicht. Ja, nicht. Ja. Aber Frau Ebersberger kann ich mich erinnern. Mhm. Der Bauer dort, der war so geizig. Mhm. Haben wir gestohlen? Ja. Mhm. Äpfel, Wein, nicht so viel. Aber Äpfel, aber die haben Wächter dort gehabt. Ach so. Die Wächter haben manchmal uns gesehen. Die waren im Baum gesessen und waren ruhig und wir haben uns die Äpfel, wie viele konnten sie? Drei, vier in jede Tasche oder so. Mhm. Die haben uns nicht gemacht. Na, manche haben eine Peitsche gehabt. Mhm. Und dann sind sie hinter uns. Mhm. Ich habe Paare bekommen. Mhm. Nicht? Und die hat wehgetan. Das war ein langer Stock mit einem. Mit einem eine Lederschnur. Ah. Aber das meiste, was ich war Hunger. Mhm. Hunger war das. Ja, und mit dem Holz fürs Heizen habt ihr das auch organisiert? Gesammelt. Wir konnten sammeln. Ja. Ich weiß nicht, ob wir uns vom Herr Zimmer war gut zu uns. Er hat uns einen Wagen geborgt, und wir konnten von ihm borgen. Mhm. Und da sind wir beim Friedhof vorbei. Ist der Wald noch dort? Ja, der ist noch da. Ja. Und da haben wir, was auf dem Boden lag, konnten wir haben. Ja. Mit Ernst und ich sind fast jeden zweiten Tag dort rein. Denn der Ofen hat im Winter den ganzen Tag gebrannt. Ja. Bloß Holz, wir konnten keine Kohle. Keine Kohle. Das Zimmer, das ihr hattet, war da hinten. Ja, das war das Zimmer. Da war ein Fenster, weil das Fenster ist noch hier. Ja, da war das Fenster. Hier stand der Ofen. Ja. Und ihr habt dann mit vier Personen habt ihr hier gewohnt. Mutter, Ernst, ich und Heidi, ja, vier. Die Toiletten, waren die getrennt für Männer und Frauen, oder? Nein, da waren zusammen? Zwei oder drei. Ja, Kabinen. Und, oder nicht mal. Die haben Türen gehabt. Die Türen haben sie gehabt, ja. Und wir haben, ich kann mich noch erinnern, Toilettenpapier. Ah. Stuttgarter Zeitung. Mein Name ist Rudolf Weiser, bin Jahrgang 28. Und bin am 29. Oktober 1946 nach Stetten eingewiesen worden. Wir waren in Winnenden im Lager, dann sind wir verteilt worden und am Lastauto aufgeladen und dann sind wir da auf der Bundesstraße da unten raufgefahren, Haltestelle Stetten. Und wo ich noch Stetten gelesen habe, dann habe ich mir gedacht, das ist ein schönes Kaff. Ne? Und dann habe ich auch mal festgestellt, dass jetzt noch 3 Kilometer weitergegangen ist. Also Städte hat man nachher imponiert, war schön. Das nächste Ding habe ich die Enttäuschung erfahren müssen. Wir sind am Ding abgeladen worden, unterm Rathausplatz. Mhm.
bei strömenden Regen. Der Mann mit seinem Lastwagen ist wieder nach Winnenden gefahren, jetzt sind wir da gestanden. Jetzt bin ich nuff aufs Rathaus und habe mich da mal erkundigt. Und da hat der Gemeindevertreter, Altvater, was damals, der war selber ausgebombt von Stuttgart, ne? Hat er gesagt, ja, wäre dir lieber zusammengestoßen unter an der Haltestelle, da bricht man euch nicht unterbringen. Oh, ich gesagt, tolle Begrüßung. Das ist ein schöner Empfang. Ne? Jedenfalls habe ich gesagt, jetzt möchte ich mal versuchen, dass man unsere Klamotten, die im Regen ausstanden, ins Feuerwehrmagazin eingebracht hat. Ne? Und die Leute sind ins Café Siegel, der Mehlmann ist dort jetzt, im Café Siegel, da zwei oder drei Nächte untergebracht worden. Und ich habe in der Zwischenzeit, weil ich so gehört habe, zu Hause in der Glockenkelter sei frei. Und dann habe ich gedacht, na, guckst du mal an. Dann war es natürlich auch nicht schöner, wie es jetzt momentan aussieht, weil vorher die Russen drin waren. Ne? Sind wir die erste Familie gewesen, wo hier drin gewesen ist, oder sind schon andere drin gewesen? Nein, wir waren die ersten nach den Russen, die hier waren. Ne? Ich weiß nicht, Fremdarbeiter oder was waren. Ja, ne? Ja. Da sind wir hier rein und haben erst einmal sauber gemacht. Ne? Und dann haben wir so langsam das Zeug so ein bisschen aufgebaut, damit man sich heimlich fühlt. Ne? Ja, hin hier von der Vertreibung her, hin irgendwie, also außer die Kleider, hin sonst noch, hin Möbel oder irgendwas geht, gar nichts. Ja, Koffer oder sowas, ja, ne? Keine Möbel, nichts. Ja, ne? Und Biegeleisen haben wir auch mitnehmen können und so weiter. Ich zum Beispiel habe das Biegeleisen auseinandergeschraubt und habe das Geld, was man noch nicht hätte mitnehmen dürfen, ins Biegeleisen, nein, in die Heizplatte raus. Ne? Da hat man wenigstens ein Anfangskapital gehabt dort, ja, ne? Ja. Im Biegeleisen. Und dann hat man ja versucht, Kontakt kriegen mit den Leuten in der Nachbarschaft. Haben wir uns den Wagen ausgeliehen, damit wir rauskommen in den Wald und da feiern können. Ne? Sind wir rausgefahren, alle Zähne. Ne? Und oftmals ist der Malchereck auch mit, sind wir in Gemeinschaft halt. Und dann hat man zum Beispiel, der Malchereck Ernst, der war ein junger Kerl damals, ne? Den habe ich auf den Baumluft geschickt, auf so alte Reiche, wo die Necker der Est waren. Und auf einmal kommt der Waldschütz und nimmt den Ernst das Beil weg. Das heißt, da hat ein aufgerufen, Ernst schmeißt das Beil runter. Ne? Hat nicht mit Namen angesprochen, aber er schmeißt das Beil runter. Dann habe ich gesagt, bist der Schenersäckel, was schmeißt denn das runter? Da hätte er einen aufkommen können und holen. Ich bin nachher ins Rathaus zum Bürgermeister Aldinger. Und habe mit dem geschwätzt und so weiter, wenn ihr mir trockenes Holz verkauft, dann braucht man nicht aufs Bein umkriechen. Ne? Ja. Der war einsichtig gewesen, hat uns beide wieder gegeben, dass man es beim nächsten Mal wieder verwenden hat können. Ne? Ja. Und so sind halt die Jahre so langsam vergangen. Und sind wir in Reihe und Glied so drinnen gelegen und gelaufen. Ne? In der Nacht mache ich auf einmal die Augen auf, weil ich ganz da hinten war, unter der Schräge. Da denken wir, was macht denn meine Mutter da? Jetzt kriegt die da auf die Feldbetten hin und her und hat eine Stecknadel in der Hand und macht die Wanze, hat die Wanze aufgepickt. Ne? Also mir haben sie nichts gemacht. Die haben von der Gefangenschaft haben die auch nichts gehabt und so, aber meine Mutter, die hat es wahrscheinlich gespielt, deswegen. Ja, dann hat man halt so lange die Wanze gehabt, bis sie drüber weg waren. Ja. Ich habe nachher die Feldbetten an den Ort und so weiter, da waren die Nisse dran. Habe ich mit der LED-Lampe abgefackelt, ne? Damit die verreckt. Dann haben wir eine Weile Ruhe gehabt bis zum Auszug. Ne? Ja. Jetzt habe ich einen sehr guten Chef gehabt, wenn er auch Nazi war, das spielt keine Rolle. Der hat mir 1500 Mark vorgeschossen, ne? Damit ich das auf die Bank habe nahelegen können und da habe ich den Platz kassieren können. Dann hat man halt gebaut. Und wo hast du das geschafft damals? Bei der Leonhard Naht Ziegeleimaschinenfabrik in Waiblingen. Jetzt wird alles weggerissen. Und jetzt musst du das mit dem Geleitschutz, das musst du nochmal erzählen, wie das gewesen ist. Der Gerhard Malchereck hat beim Ami geschafft in Essen, Essen-Krei hat es geheißen, das weiß ich auch noch. Und da hat er Tabak gebraucht. Ne? Was gab es denn damals zum Tabak kaufen? Ne? Ja. Da haben sie halt auch gewurzelt und so weiter. Und der hat es immer beim Tabakschneider, ich weiß aber, hat er auch Edler geheißen oder was. Wenn ich vergleiche, in der Weinstube Edler war doch der Tabakschneider. Und da hat er immer gebraucht, weil er sich nicht getraut hat, allein hinzugehen, sonst
wird auch verschlagen oder irgendwas, oder kommt zufällig einer, ich meine, das sind extra aufpassen. Da hat der Gleitschutz von Kälterbanditen sozusagen mitgenommen. Und dann, wenn man Veranstaltung hat im Lamm, waren die Flüchtlinge und eine Veranstaltung geht, ne, ist auch oftmals gestört worden. Da habe ich auch mal einen Kumpel, da ist beim Lamm hinten ausgegangen, Treppen auf und gleich war der Mischter da. Da habe ich auch mal einander geschmissen auf den Mischter. Ne? Aber da hat mir keiner mehr was nachtragen in den späteren Jahren, weil ich festgestellt habe, das sind Schulkameraden von meiner Frau und so. Also das hat sich alles verpflichtet sozusagen. Das war halt das Anfangsstadion. Ne? Und wenn du das jetzt so rückblickend betrachtest, also weißt du jetzt mit der Vertreibung und allem, ich meine, bleibt da ein bitteres Gefühl oder sagst, manche sagen ja, die wo gegangen hin müssen, die haben es besser heute, wie die, wo da geblieben sind. Also das stimmt ja auch. Das stimmt auch, dass wir es halt besser haben, weil wir sind ja selber dazu gekommen und haben was verdient dabei, haben sich was schaffen können. Und, und dort, wo ich herkomme, das war ein reines Bauerndorf. Ne? Und so bist du halt der Dackel gewesen. Da waren meine Brüder, da gerade der Hans, so das Fußballer und so weiter, die waren halt alle Knecht bei den Bauern. Ne? Und ein einziger Bruder, der jetzt vor kurzem gestorben ist in Ochsenfurt, da hat Friseur lernen können. Ne? Aber sonst war nichts und es hat Großmutter unterstützt. Ne? Also. Also ich kann nicht nachheilen, auf keinen Fall. Ne? Und ich muss auch immer wieder sagen, meine Zeit ist auch eine schöne Sache, ist reif. Ich habe in meiner Heimatzeitung kann ich geschrieben, dass man neun wartet, ne? Und jetzt bin ich bloß noch übrig und jetzt muss ich warten, bis mich der Herrgott abberuft, ne? So auf die Art. Eine weitere Glockenkälterfamilie waren die Wallners aus Eisengrub im Böhmerwald. Nachdem die vertriebenen Familien andere Wohnungen gefunden oder eigene Häuser gebaut hatten, wurde die Kelter bis 1965 für Wohnzwecke genutzt. Gleichzeitig kam der Bauhof der Gemeinde in die Glockenkelter. Ich habe früher mal hier bei der ehemaligen Gemeinde Städte geschafft, und zwar vom Jahr 1963, und war da zwischen 10 und 20 Leute, genau weiß ich das nicht mehr, wie viele das waren, mit der eigenen Gartenbauabteilung. Und da war ein Fronmeister, ich war da Stellvertreter lange Zeit. Und haben dann selbstständige Straßenbauarbeiten gemacht, Wasserleitungen, Kanäle. Das hat die Gemeinde, damalige selbstständige Gemeinde, fast alles selber gemacht. Und das hat einer hier auch eine Werkstatt gehabt? Da haben wir ja Bagger, Rauben und Fahrzeuge gehabt, haben, vom Kompressor, alles was man im Tiefbau braucht, ist das hier drin repariert worden. Dann sind auch sämtliche Schlosserarbeiten hier gemacht worden, die man selbstständig gemacht hat, Geländer und so, über den Winter, hat man ja auch Geschäft gebraucht. Ja, und du hast ja sehr viele Geländer, hast du ja geschweißt. Ja, zusammen mit dem Herr Schiemann, und wer halt da im Winter hat, halt alle zusammenhelfen müssen. Und die haben wir dann aus ehemaligen Rohren, aus der Flurbereinigung, die sind von Zink gewesen, das war ein bisschen nicht so gut für den Körper. Und deswegen hat man das hier drin auch gemacht, wegen der Kälte, weil hier hat man ein bisschen heizen können. Und dann haben wir selber mal eine Absaugung da oben hinbaut, die das ein bisschen provisorisch dann das abgesaugt hat. Eigentlich muss ein normaler Ventilator, und dann hat man so eingebaut von irgendeiner Wirtschaft oder wo der herkam ist, und dass das ein bisschen abgesaugt hat, bis man nach dem Essen gekommen ist, ist wieder besser geworden. Und die Geländer sind dann im ganzen Flecker aufgestellt worden? Ja, auch draußen, im Wald oder wenn Böschung war oder Brücke oder auch da draußen ist alles zum Beispiel noch. Und ihr habt auch Vesperstiebel dann gehabt hier vom Bauhof? Ja, normal hat man da vorne links früher gefespert, und später haben wir die Garage da gebaut und den Trieber gefespert, und da die Grube größer wurde ist und so, und dann haben wir einen richtigen Vesperraum gebaut, einen größeren, und dann auch mit Waschgelegenheit und sogar zwei Duschen sind da drin. Hat man dann alles selber in Eigenregie gemacht. Und wie lange ist der Bauhof hier drin gewesen? Das ist eine schwierige Frage. Ich war bis 80 da, und da 75 Jahre Gemeindereform war, dann zwischen 75 und 80 ist man lieber nach Hommelshausen. War aber hier noch alles da, da hat man auch manchmal noch hier geschafft. Und dann von dort weiß ich das nicht mehr. Mitglied bin ich seit 69. Ja.
Ich bin jetzt seit 29 Jahren bei der Schützengilde und davon 25 Jahre im Ausschuss. Der Schützengilde hat damals vorgehört zum Ober sich erweitern. Und nach ist ja das drüber abgerissen worden. Und dann haben wir einen Platz braucht zum Trainieren, zum Schießen und auch mit der Jugend, so müssen wir es machen. Und dann haben wir mit dem Herrn Ausmann geschwätzt, ob er nicht uns irgendwas zur Verfügung stellen könnte. Und so sind wir an die Kälter gekommen, haben uns da in der, damals ist auch die Volksbank in Waiblingen abgerissen worden, haben uns dort Trennwände und Sachen kostenlos mitnehmen dürfen und haben uns da was abtrennt und das halt niemand in die Bahn einlaufen kann und hat es dann zum Jugendtraining, zum Erwachsenentraining, zu Wettkämpfen genutzt. Und die Bahn, wo ihr da kettet, die Schießbahn, die ist dann lang genug weg? Das waren 10 Meter, also die vorgeschriebenen 10 Meter von der Luftführbahn und hinterm Schütze waren noch ca. 2 Meter Platz. Und wie lang sind ihr dann drin gewesen in der Glockenkälter? Also mit Aktive und Jugendtraining, ich glaube 1,5 Jahre, bis dann oben fertig war, soweit, dass man wieder Schießart kennen. Und die Schießart ist 3 Jahre gelaufen. Nach dem Auszug des Schützenvereins und dem Umzug des Bauhofs nach Rommelshausen diente die Kälte als Lagerraum für Utensilien verschiedener Städtener Vereine und als Wertstoffhof der Abfallwirtschaftsgesellschaft Rems-Murr. Im Dezember 2007 fasste der Gemeinderat Kernen einen Grundsatzbeschluss für eine grundlegende Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes. Ab 2010 wurde die Glockenkälter für 3 Millionen Euro umgebaut und soll in Zukunft für Bürgerversammlungen, Theater, Kleinkunst, Konzerte, Lesungen und Weinproben genutzt werden. Am Sonntag, den 22. April 2012, wurde die neue Glockenkälter mit einem Tag der offenen Tür feierlich eröffnet.